sich sogar, um etwas zu suchen. Hat man Glück, kommt er später wieder zur Oberfläche zurück. Unser kleiner Taucher. Versucht auch das einmal. Das war also unser kleiner Taucher, der zum Nachahmen auffordert. Ich war neulich wieder einmal in dem Land, in dem die meisten Ideen in Sachen Zauberei hervorgebracht werden, in England. Ich habe da einen Freund, er heißt Stanley Thomas. Er leidet nachgerade unter Themen und Ideen. Er zeigte mir neulich ein Tuch, also ein ganz hauchzartes Seidentuch. Faltet es, ich versuche, seine Diktion zu treffen, faltet es auf dem Tisch zusammen. Und kurz bevor er es zusammengelegt hatte, verbarg er ein Streichholz darunter, sagte einige merkwürdige Worte, die ich nicht verstand, legte das Tuch zusammen und tat nun so, ich fiel darauf natürlich nicht rein, als wenn ihr mit einem kleinen Geistwesen, mit einem irischen Leprechaun meinetwegen umging und sagte, come along, dear little one, come along. Und tatsächlich, es bewegte sich. Ich sagte, Stanley, wait a moment, warte ein kleines Minütchen, was ist denn da los? Es schlug um, come, sagte er, come. Es kann doch nicht sein, dass ein Streichholz solche Eskapaden vollführt. Und dann lächelte er, blies das auseinander und hatte ein lebloses Streichhölzchen da, worüber ich bis heute traurig bin. Er hat mir nie erklärt, wie er das gemacht hat.